Sonntag, 22. Mai 2016. 6.180 Zuschauer warten gespannt auf das vorletzte Heimspiel der aktuellen Saison des SC Magdeburg. Gegner waren die Spieler vom TBV 1898 Stuttgart. Die Gastmannschaft hatte ihr Saisonziel bereits erreicht. Bedingt durch die Spiele am Vortag war entschieden, dass Stuttgart nicht absteigen würde. Doch zum Spiel. Bereits in der ersten Minute ging der SCM durch ein Tor von Jakob Beierstedt in Führung. Doch Stuttgart spielte munter auf. In der fünften Minute ging man mit 1:2 durch Florian Schöbinger in Führung. Es brauchte bis zum Beginn der achten Minute, um durch Nemanja Selinovic wieder zum 3:3 Ausgleich zu kommen. 4 Minuten später, zum Ende der 11. Minute, führte Stuttgart wieder mit 3:5 durch Kaspar Kiesum. Es sollte bis zur 18. Minute dauern, dass der SCM wieder ausgleichen konnte. Hier durch Matthias Musche zum 6:6. Mit dem 6:7 konnte Stuttgart ein letztes Mal in Führung gehen. Aber Michael Damgaard glich zum 7:7 aus. Drei Minuten später, Ballklau durch Matthias Musche und das 9:7 durch Robert Weber. Nach einer Parade durch unseren Torhüter Yannick Green erzielte Andreas Rojewski in der 29. Minute das 13:9 und damit eine 4-Tore-Führung. Per 7 Meter macht Robert Weber kurz vor der Halbzeit das 14:10 perfekt. Auch nach der Halbzeit setzt der SCM die Akzente. Es ist Matthias Musche, der das 15:10 wiederum nach einer Parade durch Yannick Green platzieren kann. Die erste 6-Tore-Führung in der 34. Minute, 17:11 durch Jakob Beierstedt. 7 Tore vor heißt es in der 43. Minute durch das 5. Tor von Matthias Musche. Lars Friedrich von den Stuttgartern steuert das 22:15 bei. 2 Minuten später dann das 26:17 durch das Tor von Alexander Heib. Aber der SCM zieht davon, auch wenn Dominik Weiß in der 56. Minute den 21. Stuttgarter Treffer erzielt. Die Gäste liegen bereits mit 11 Toren zurück. Zielko Musa erzielt eine Minute später das 33:21. In der Schlussminute vollendet Robert Weber mit seinem 13. Tor, hier per 7 Meter, den Torreigen des SC Magdeburg. 30 Sekunden später trifft Kaspar Kiesum von den Stuttgartern zum Endergebnis, 34:23. Und hier die Stimmen zum Spiel. Ihr habt euch am Anfang sehr gut verkauft, ihr habt lange gut mitgespielt, ihr habt geführt. Ihr wart eigentlich gut eingestellt auf den SCM. Ja, wir haben uns gut vorbereitet, haben eine gute erste Halbzeit gespielt. Hinten raus ein paar einfache Fehler gemacht und dadurch auch das Ergebnis dann am Ende. Irgendwann ging der Faden verloren. Ja. Dann haben wir es nicht mehr geschafft, uns zusammenzureißen und uns wieder zu konzentrieren. Ja. Letzten Endes die Saison gut überstanden. Es geht in der nächsten Saison mit euch hier weiter und wir freuen uns auf euch. Vielen Dank. Gute Heimreise. Nach einem schweren Start habt ihr dann aber ganz schön was fürs Torekonto getan, oder? Ja, also wir wussten, es wird nicht einfach heute. Die Stuttgarter haben gestern den Klassenerhalt gesichert, konnten da entspannt aufspielen und da hatten wir zu Beginn ein bisschen die Probleme. Vielleicht war auch, wir haben es auch ein bisschen zu locker genommen vielleicht, weil wir wussten, wir sind Favorit. Haben dann Gott sei Dank an 4 Tore Vorsprung die Halbzeit gebracht und dann zweite Halbzeit konnten wir so ein bisschen ausprobieren und viel übers Tempo gehen und da haben wir jetzt glaube ich mit 11 oder 12 am Ende gewonnen. Ich denke, es war auch so vom Spielverlauf her am Ende dann doch verdient. Habt ihr dann ein bisschen was für die Torjägerkrone getan? Ja, ich hatte das Gefühl schon ein bisschen, also Benno hat ein bisschen umgestellt, wir haben ein bisschen offensiv gedeckt, hat mit Rechtshänder auf halb rechts dann auch gedeckt. Das Gefühl hatte ich schon, wie gesagt, ich bin Ihnen sehr dankbar.
Die Dinge muss man auch erstmal reinmachen, aber sie haben mir sehr viele Chancen gegeben heute. Und ja, jetzt sieht es natürlich noch besser aus. Und wie gesagt, ich werde dann natürlich richtig einen ausgeben, wenn das wirklich am Ende noch funktioniert. Ja, das war nicht so gut am Anfang. Wir haben Probleme gehabt. Bitter hat überragend gehalten und das hat uns ein bisschen Probleme gemacht. Aber wir haben eigentlich gut gespielt, müssten nur die Dinge reinschmeißen. Und das haben wir zweite Halbzeit gemacht, überragend, und dann war locker am Ende. Wir hatten den Eindruck, Stuttgart war anfangs recht gut auf euch eingestellt und vorbereitet. Hat euch in der ersten Viertelstunde, ersten 20 Minuten das Leben durchaus schwer gemacht? Ja, aber ich fand, wir haben einfach nicht gut genug gespielt da. Wir haben so langsam gespielt und wir sollten eigentlich ein bisschen schneller spielen und auch in unserer zweiten Welle und so, aber das haben wir nicht so gut genutzt.